Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, ich denke, es wird ein angespielt werden, Before We Leave. Das Spiel war bis heute noch bei Steam im Angebot. Heute ist der 13.05. und man konnte es vorab kaufen im Angebot. Und ich war mir nicht sicher, aber ich habe dann letztlich doch zugeschlagen und würde euch das Spiel gerne vorstellen. Ja, habe allerdings noch keine Ahnung. Wie gesagt, das ist erst seit heute frei. Deswegen starte ich einfach mal ein neues Spiel. Vor langer Zeit zog sich die Menschheit in unterirdische Bunker zurück, um einer Katastrophe vom galaktischen Ausmaß zu entkommen. Erst Jahrhunderte später, als die Ursache dieses Unheils bereits in die Vergangenheit geraten war, traute sich die Menschheit wieder an die Oberfläche. Ihr bleiben nur noch wenige Überbleibsel ihrer Vergangenheit und ihres einstigen Wissens, und so beginnt sie aufs Neue mit dem Aufbau einer Zivilisation auf einem neugeborenen Planeten. So, grundlegende Steuerung. Endlich ist es soweit. Nach einer ewig anmutenden Zeit kommen die Bürger aus ihren unterirdischen Schutzraum wieder in die Oberfläche. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um dich in deiner neuen Heimat zu bewegen, und zoome mit der mittleren Maustaste hinein und hinaus. Okay, so nah können wir das machen. Danke, ich wollte jetzt mal ein bisschen schauen, aber dann halt eben nicht. So, Dorf errichten. Geben wir deinen Bürgern ein Zuhause, indem wir Straßen und Hütten bauen. Alle Gebäude müssen an einer bestehenden Straße platziert werden. Wenn du mit dem Platzieren fertig bist, kannst du das gewählte Gebäude mit einem Rechtsklick auswählen. Okay. Und wie baue ich das? Achso, hier unten. Eine Hütte kann man aber nur in gewissen Umkreis machen. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das mal hier hin. Ich weiß nicht, da sind anscheinend irgendwelche Vorkommen oder so. Vielleicht machen wir es auch lieber hier hin. Keine Ahnung. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung davon, wie wir hier was machen sollen. Achso, ein Weg ist aber eigentlich schon gemacht. So, du kannst die Kamera mit den Tasten Q und E drehen. Oder indem du auf das Mausrad gedrückt hältst. Ah, okay. Und da, wenn ich reinzoome. Oh Gott, wie sehen die denn aus? Okay. Haben so ein bisschen was von Spielfiguren. Ja, und nun? Sollen wir eine Straße bauen oder was? Nee, ich darf hier draufklicken. Achso, baue drei Hütten. Ah, ach, ich bin auch wieder so intelligent heute. Ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie noch nicht ganz wach oder so. Ich weiß es nicht, obwohl wir jetzt schon Abend haben. Okay, dann laufen die Männchen dahin und bauen. Das ist sehr schön. Baue drei Kachelnstraßen. Ja. Machen wir das so? Keine Ahnung. Klasse, der Schutzraum produziert zwar langsam Nahrung und Wasser, aber du brauchst mehr und zwar schnell. Also, das ist unser Schutzraum. Jetzt verstehe ich das. Okay. Okay, dann haben wir hier erstmal ein Kartoffelfeld, wobei es vielleicht intelligenter wäre. Ach nee, das andere ist ein Brunnen. Schauen wir mal. Hier ist so viel Müll irgendwie. Stellen wir das mal hier hin. Und dem Brunnen da in die Nähe. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Muss ist oder ob das gewollt ist oder keine Ahnung. So, baue zwei. Ach so, zwei Kartoffelfelder. Oh, ich habe mal wieder nicht genau hingeguckt, wie immer. Okay. Die sehen ja wirklich so ein bisschen aus wie aus Monopoly oder so. Okay, also sie hat schon mal damit begonnen, hier was zu produzieren. Das ist gut. So. Dorf errichten. Jetzt musst du eine Holzfällerhütte errichten, um Baumaterial zu erhalten. Platziere sie in der Nähe von Bäumen. Ja. Ich finde das nur blöd. Also, ja, egal. Also, ich habe immer so ein bisschen Probleme, wenn die nicht so gut gemacht sind von der Optik her. Machen wir das mal dahin, würde ich sagen. Also, wenn ich es nicht sofort erkenne. Hier erkenne ich es zum Beispiel nicht sofort. Sammelt natürliche Ressourcen. Ich meine, das okay. Da ist Nahrung. Okay, das weiß ich nicht, was das darstellen soll. So, das werden wir auch gleich haben.
Nun brauchen deine Bürger Hilfe, um die Überlebensstrategien ihrer Vorfahren neu zu erlernen. Baue eine Entdeckerhütte, um Gegenstände aus Haufen uralter Technik zu sammeln. Und errichte eine Bibliothek, um ihr Wissen zu erweitern und zu bewahren. Okay, hier war so ein Müll. Also ich habe gesagt, dass es Müll ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass es gut ist. Das ist die Entdeckerhütte. Dürfen wir natürlich wieder nicht, war ja wieder klar. Dass es gut ist... Kann man die drehen? Okay, na gut. Die dahin zu stellen, das wollte ich eigentlich gerade gesagt haben. Und die sollte, denke ich mal, direkt daneben stehen. Oh, du hast mit deinen letzten Steinen den Brunnen gebaut und jetzt benötigt die Bibliothek mehr. Lass uns das in Ordnung bringen. Das war aber nicht meine Schuld. Ich musste das so machen. Zertrümmere mit dem Abrisswerkzeug einige Felsen. Ach so. Um Steine für den Bau zu gewinnen, wähle das Abrisswerkzeug und klicke auf die Felsen, die du entfernen möchtest. Felsen zu zertrümmern ist harte Arbeit. Du musst also ein wenig warten, bis deine Bürger damit fertig sind. Ach so, da machen wir keine Hütten hin oder so, sondern... Also, dass das freiwillig läuft. Kann man das hier mit dem... Nee, das kann nicht abgerissen werden. Okay. Super. Jetzt haben wir die Steine, die wir brauchen. Du kannst auch Wälder mit Hilfe der Abrissfunktion roden. Aber anders als Wälder, in denen der Holzfäller arbeitet, wachsen abgerissene Wälder nicht nach. Reiße also nur so viele ab, wie nötig ist, um Platz zum Bauen zu schaffen. Kleiner Tipp, wenn du neue Straßen legst oder Dinge abreißt, kannst du klicken und ziehen, um eine lange Straße zu bauen oder ein Gebiet abzureißen. Das spart ordentlich Zeit. Okay. Was ist das denn hier? Hier kann man anscheinend nicht wegmachen. Ja, warte, bis die Bibliothek fertig gebaut ist. Ach ja, stimmt, da war doch noch was. Da waren die schneller beim Abreißen als beim Bauen der Bibliothek. Nein, schneller wahrscheinlich nicht, aber die brauchen da ja auch die Steine für, haben sie ja eben geschrieben. Ja, kann sich da nur noch um Stunden handeln? Ich weiß gar nicht, man kann es... Doch, man kann es ein bisschen... Man kann es beschleunigen, genau. Perfekt. Das Dorf steht jetzt. Wir können uns also größeren Zielen zuwenden. Wir werden mit einem Schiff die Welt erkunden. Um dein Schiff zu bauen, benötigst du unter anderem mehr Werkzeuge in der Nähe. Also in der Nähe befindet sich ein uraltes Metallgebilde, das der Legende nach ein Ding in ein anderes verwandeln kann. Vielleicht hilft das. What? Okay. Umwandler. Ach so, okay. Der wandelt Holz in Werkzeug um. Ja, warum auch nicht? Da muss ich ja draufklicken, ja. Dann wandeln wir einfach mal um. Geht das schnell? Ich beschleunige das nochmal so ein bisschen. Brauchen aber ziemlich viel Holz, oder? Kommt mir das nur so vor. Ja gut, 15 Holz, das ist schon... Ist schon eine Hausnummer. Ja, ich hätte gerne noch umgestellt, aber danke. Uraltes Wissen erlangen. Oh, scheiße, wie das aussieht. Es ist Zeit zu büffeln. Deine Bürger können nun die Bibliothek nutzen und sollten erforschen, wie man Steine und andere Materialien sammelt, damit sie das Schiff reparieren können. Okay. Aber zuerst solltest du dir die Steuerung des Spieltempos ansehen. Ja, haben wir ja nur gerade schon benutzt. Oben links auf dem Bildschirm sind Schaltflächen, mit denen du die Zeit anhalten oder beschleunigen kannst. Ja, haben wir... Hat der anscheinend auch registriert. Stein ist eine wichtige Ressource, die in den Bergen der Hochebenen angebaut werden muss. Angebaut? Abgebaut. Quatsch, ich kann nicht mehr lesen. Aber dazu musst du erst hinaufkommen. Erforsche Aufzüge und baue dann einen an der Felswand. Okay. Ach, die Bibliothek ist... Ja, jetzt verstehe ich das. Sehr cool. Aufzüge. Wie viele haben wir denn? 22 haben wir. Okay. Den Bergbau können wir dann auch... Ne, können wir noch nicht erforschen. Erst wenn das frei ist. So, platziere deinen Aufzug an einen Ort, von dem aus du einen größeren Bereich der Hochebene erreichen kannst. Und dir der Zugang zu den Bergen und den rostenden... Kolossen dort oben gewährt. Auch Aufzüge müssen an einer Straße errichtet werden. Also denke daran, eine Straße bis zu der Stelle zu bauen, an der du sie platzieren willst. Vergiss nicht, mehr Werkzeuge mit dem Umwandler herzustellen, wenn sie dir ausgehen. Okay. Ah, hallo. Das war gerade noch offen. Jetzt kann ich das nicht mehr machen. Seid ihr denn deppert oder was? Ah, toll. So, darf ich jetzt hier erstmal wieder auf normal umstellen. Dankeschön.
So, jetzt habe ich schon wieder alles vergessen, was ich gerade vorgelesen habe. Moment, ein Aufzug bauen. Genau, den müssen wir. Wie können wir das denn hier machen? Müssen an einer Straße. Ach, da muss ich die Straße erst legen und dann den Aufzug? Das ist ja dämlich. Okay. Dann verstehe ich aber zumindest. Reicht das jetzt so? Und das für den Aufzug? Oder muss ich die Straße. Nee, es reicht. Okay, ich wollte gerade sagen, oder muss ich die Straße jetzt dahin. Da drauf bauen. So, ja, das haben wir schon beachtet gerade. Ist alles okay. Was braucht er denn hier überhaupt? Das dauert anscheinend ein bisschen länger. Also bisher finde ich das Spiel eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Aber mal gucken, wie es noch weitergeht. Das Hochland ist jetzt zugänglich. Also überlege dir, wie du deine Bürger dazu bringen kannst, Stein abzubauen. Wieso soll ich mir das überlegen? Ach so, erforsche Bergbau in der Bibliothek. Ja, durfte ich ja eben nicht, aber danke. So, habe ich ja eben schon mehrfach draufgeklickt, ihr Heinis. So, Metallverarbeitung ist auch drin. So, du kannst ja alle Nachrichten aufgaben. Kann ich auch mal eben was einstellen? So, ich habe die Effekte jetzt mal ein bisschen leiser gestellt. Weil mir das doch ehrlich gesagt zu laut war, wenn ich hier so nah dran war. Das dauert jetzt hier auch wieder ein bisschen länger. Mit der Erforschung. Da das ja nun angespielt ist, möchte ich dann doch so viel wie möglich natürlich da drin haben. So, es ist Zeit, einen Steinbruch zu errichten. Wichtig, der Steinbruch muss neben einem Berg und an einer Straße gebaut werden. Es kann also sein, dass du eine Straße von deinem Aufzug zu dem Berg bauen musst. Okay, das habe ich schon verstanden. Ach so, mit dem Aufzug war das jetzt. Der Steinbruch ist auch ein Gebäude, das seine Umgebung verschmutzt. Verschmutzung wirkt sich darauf aus, wie zufrieden deine Bürger sind und wie effizient sie arbeiten. Wähle mit Bedacht, wo du das Gebäude platzierst. Okay, die Umgebung verschmutzen. Also, wir können quasi nur an den drei Stellen was machen, nehme ich mal an. So, bauen. Was bist du? Du bist ein Steinbruch. Den können wir aber noch nicht bauen, weil wir keine. Du kannst im Moment keine Mine bauen. Ach so, ja, das ist das mit der Straße. Das meine ich nämlich doch. Nur der zeigt das irgendwie so blöd an. Ich weiß auch nicht. Och, jetzt hat der nicht ernsthaft da jetzt. Och, willst du mich veräppeln? So. Das weg, weil das wollte ich nicht haben. So. Das nimmt er immer noch nicht an. Warum nimmt er das? Moment, hä? Ach so. Okay, also man kann nicht da drauf bauen, sondern der. Okay, verstehe. Das beschleunigen wir noch ein wenig. Was brauchen die überhaupt dafür? Kann man sich das eigentlich anzeigen lassen, was sie dafür brauchen? Nee. Wir haben zwar gesagt Rechtsklick, aber es ist ein Linksklick. Das kommt dann auch noch hinzu. Und schon darf man wieder nichts mehr sehen. Na super. Also, deine Bürger bauen jetzt Steine ab. Du bist also auf dem besten Weg, die Segel zu setzen und neues Land zu entdecken. Bevor es dazu kommt, musst du aber erst uralte Geräte reparieren, um das alte Schiff an der Küste seetüchtig zu machen. Ach, deswegen durften wir das eben nicht abreißen. Okay. Gut. Moment. Ich will ja erstmal wieder auf normale Geschwindigkeit. Was ist das denn hier? Ach so, das ist die Sache mit der Verschmutzung. Okay. Ja gut. Das ist gut zu wissen. Der baut hier in der Umgebung ab. Das heißt, wir müssten theoretisch hier dann nochmal einen neuen hinstellen, wenn ich das richtig sehe. Den wir natürlich wieder nicht hinstellen können, weil wir die Straße nicht haben. Das ist ehrlich gesagt tierisch nervig gemacht hier. Weil ich ja erstmal das Ding hinbauen will und dann die Straße, wie man das halt von jedem anderen Spiel auch gewohnt ist. Das war jetzt dämlich, was ich gerade gemacht habe. Kann ich das irgendwie. Gebäude wird gebaut. Nein, das soll aber. Das soll eben nicht gebaut werden. Hallo. So, reiß das mal ab. Ja. Muss ja. So, ich möchte das nämlich. Ach so, ich kann das wieder nicht. Oh, ich sage, das ist so nervig.
So, jetzt kann ich es aber endlich hier bauen. Was lange währt, wird endlich gut, ne? Oder wie war das? Okay. Wusstest du, dass Wälder langsam die Verschmutzung von angrenzenden Kacheln entfernen? Nee, wusste ich nicht. Vergiss nicht, den Umwandler zu benutzen, um Werkzeuge herzustellen. Müssen wir das? Okay, von mir aus. Du kannst im Moment kein. Nee, das war das von eben. Okay, erforsche Reparatur in der Bibliothek. Das machen wir natürlich. So. Ach, da unten. Okay, haben wir so viel? Ja, wir haben durch irgendwas haben wir was dazu bekommen. Keine Ahnung, wodurch. Aber wir haben es dazu bekommen. Machen wir das hier nochmal ein bisschen schneller. Kann man das? Ach so, doch, da oben sieht man das jetzt hier in einem Kreis. Wie schnell? Habe ich eben auch drauf geachtet. Aber Hauptsache, ich weiß jetzt nicht mehr, worauf ich eben geachtet habe. Das ist wieder typisch Gameplayerin, ich weiß. So, ausgezeichnet. Die Reparatur des Schiffs wird eine Menge Bürger und Ressourcen erfordern. Vergrößere die Zahl deiner Bürger, damit die Arbeit schneller vonstatten geht. Wie mit Häusern? Ganz normal. Wusstest du, dass deine Gebäude Vor- und Nachteile haben, je nachdem, was neben ihnen steht? Zum Beispiel können Hütten, die neben anderen Hütten stehen, mehr Bürger beherbergen. Okay. Aber ein Brunnen, der neben so einer Hütte steht, wird langsamer Wasser produzieren. Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Okay. Das ist ja voll kompliziert irgendwie. Wenn du ein Gebäude platzierst, siehst du in der Vorschau alle potenziellen Boni. Die spezifischen Boni auf ein Gebäude werden aufgelistet, wenn du. Okay. Also, wie immer, für mich zu hoch, zu viel Input auf einmal. Aber okay. Da oben ist noch ein Platz frei, aber das ist ein Aufzug. Ich hoffe, das ist jetzt nicht. Was war das denn gerade? Hilfe. Das geht nach oben, nach oben. Okay. Ja, machen wir es einfach so. Ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm. So. Reicht das jetzt erstmal? Erweitere dein Dorf, damit es 25 Bürger versorgen kann. Wir haben jetzt 10. Das heißt, 3 Hütten haben wir, ne? Das heißt, das wären dann 20. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall noch was bauen. Bin ich clever, außer dass ich aufs Falsche drücke. Ja, hier würde ich normalerweise sagen, dass wir da eine Hütte dahinter bauen oder so. Das Problem ist, ja, das möchte ich gerne abreißen und das möchte ich gerne abreißen. Gerne auch bevorzugt, aber das kann man, glaube ich, nicht angeben. Da ein Weg. Ja, komm, mal hin. Und da einen Weg, so. So, dass wir dann hier auch nochmal ein Häuschen bauen können. So, jetzt haben wir hier 21 Bürger. Erweitere dein Dorf, damit es 25, das ist klar. 6 Stück haben wir jetzt hier. Aber das geht dann. Wie hoch geht das denn dann? Ah doch, 21 von 25. Okay, perfekt. Gut. Also, wir können dann auch. Wo kommen die denn eigentlich alle her? Kommen die jetzt von hier unten raus? Das kann natürlich sein. Ja, genau, da kommen die nächsten. So nach dem Motto: Ah, Freiheit, ich gehe jetzt nach oben. Seid ihr hier gerade unanständige Sachen am machen oder seid ihr hier am Musizieren? Ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. Ich glaube, die pimpern hier gerade rum, um noch einen Burger zu machen oder sowas. Wow, deine Bürger häufen jede Menge Materialien an. Lass uns ein Lagerhaus erforschen und bauen, damit wir diesen überschüssigen Ressourcen lagern können. Der Bau eines Lagerhauses erfordert 2 Kacheln. Oh, okay. Erst erforschen, haben sie geschrieben, ne? Dann machen wir das doch. Da, Lagerhaus. So, dann machen wir das Ganze natürlich noch mal ein bisschen auf Schnelldurchlauf. Aber wo stellen wir das jetzt hin? Das ist jetzt eine gute Frage. So wie es aussieht, kann man ja hier auch noch erweitern, ne, wenn ich das richtig sehe. Was ist denn mit dem hier? Das können wir doch abreißen, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Okay, dann würde ich fast sagen, dass wir eventuell. Ach nee, da oben ist der Förster.
Ja, ich will eigentlich den Förster da jetzt nicht irgendwie das Leben schwer machen. Was ist das denn hier überhaupt? Was bist du denn? Du bist die Entdeckerhütte. Ah, ich sollte es wissen. Ich habe sie eigentlich gebaut. 2. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil hier wollte ich jetzt eigentlich was anderes bauen. Und hier, kann ich denn da noch einen Weg reinmachen? Nee, da kann ich keinen Weg machen, ne? Das kann ich nur. Ah, das ist doch doof. Was bist du denn hier? Zerstörtes Kraftwerk. Dicht neben einer Straße. Dich können wir reparieren. Ach so. Ja, du stehst doch an einer Straße. Habe ich hier keine Straße entlang gebaut eben? Ich habe zumindest gedacht, dass ich einen entlang bauen wollte. Aber offensichtlich habe ich es dann doch nicht gemacht. Okay, dann reparieren wir dich mal. Das wollte ich zwar jetzt so eigentlich nicht, aber das können wir auch machen. Dann reißen wir das hier ab. So, komm. Ja, noch ein bisschen. Perfekt. Und dann bauen wir hier ein Lagerhaus hin. Kann man das? Wie, das passt nicht. Wieso passt denn das nicht? Hallo. Ich weiß ja, dass du zwei benötigst, aber versuchen wir es mal anders. Kann doch nicht sein, dass man das nicht drehen kann, oder? Ich meine, ich kann die Karte drehen, aber anscheinend nicht die Gebäude oder so. Keine Ahnung. So, hier machen wir nochmal einen Weg hin. Zack. So, geht doch. Leute, was habt ihr denn hier von wegen passt? Nicht passt doch, ne? Was nicht passt, wird passend gemacht. Das wussten sie damals auch auf RTL, wo ich jung war. Ja, ich weiß, RTL ist kein gutes Beispiel. Habe ich auch ehrlich gesagt nur dann geguckt, als ich wirklich noch jünger war. Wie lange brauchen die denn hier für das Lagerhaus? Ich würde sagen, das beschleunigen wir hier mal ein bisschen, ne? Sieht nämlich so aus, als ob sie zwischendurch dann nicht alle Ressourcen haben. Dass sie das erst noch, ja, die Ressourcen holen müssen, bevor sie hier irgendwas machen können. Ich hoffe, dass das jetzt ausreicht mit dem einen Forsthäuschen da hinten. Weil normalerweise mache ich das so, dass ich mindestens zwei hinstelle. Gut, wir haben jetzt noch eine sehr kleine Siedlung, muss man dazu sagen. Ja, jetzt steht die Handwerkerin hier. Das ist natürlich auch geil, ne? Machen wir nochmal ein neues Werkzeug. Ich weiß nicht, inwiefern wir das jetzt eventuell brauchen. So, Werkzeug wird irgendwie eingeliefert. Ne, Moment, das wird da hinten verarbeitet? Keine Ahnung, was sie da oben machen. Hallo, worum geht's denn? Ach, die wollen wirklich Werkzeug haben. Och. Okay, denen fehlt Werkzeug, aber wir haben doch Werkzeug. Da. Ja. Warten auf Werkzeuge. Warum warten jetzt auf Werkzeuge, wenn da oben jetzt fleißig Werkzeuge produziert werden? Ach, die werden. Ach, ich bin ja auch so doof. Die holen ja hier das Holz. Die holen ja gar nicht die Werkzeuge. Haha. Das heißt, es wird ja erst noch produziert. Die sind noch gar nicht so weit. Eieieiei, okay. So. Wähle die Ressourcen aus, die du in deinem Lagerhaus aufbewahren möchtest. Lagerhäuser haben nur begrenzten Platz. Je mehr Arten von Ressourcen du lagerst, desto weniger Platz hast du für jede Art. Okay, das ist natürlich scheiße. Gut, also Holz möchte ich auf jeden Fall. Steine natürlich und hallo? Und Werkzeuge. Das sind natürlich trotzdem alles Sachen, die wir brauchen. So, bald kannst du das Schiff reparieren. Du brauchst eine bessere Quelle für Werkzeuge als den Umwandler. Es ist an der Zeit, im Hochland nach Eisen zu suchen. Sehr schön. Ach, das ist Eisen. Ach, das. Na toll. Ja. Ach so, ich muss das erstmal erforschen. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, was soll ich hier jetzt machen? Hilfe. Okay, Metallverarbeitung. Machen wir das. Okay. Warten wir da auch nochmal eben drauf. Weil ich würde schon gerne zumindest noch das Schiff fertig kriegen in dieser Folge. Damit wir den Rest dann in der nächsten Folge machen können. So,
ich würde auch gerne hier nochmal neues Werkzeug machen lassen. So. Ach so, nee, warum klicke ich da oben eigentlich ständig drauf? Ich bin auch doof. So, Straße haben wir schon mal. Dann können wir das dahin bauen. Sehr schön. Was natürlich nicht so schön ist, ist unsere Aktion hier oben. Das Problem ist, ich weiß nicht, Lagerkapazität 500. Ah, 481. Ah, okay. Also die werden dann, bis die Ressourcen zu Ende sind, arbeiten die dann hier drin. Okay. Das Problem ist nur, naja, gut, im Moment sollte es eigentlich ausreichen, wenn wir den einen haben. Auf der Karte eines Gebäudes, das Arbeiter benötigt, kannst du mit einem Klick auf das kleine Vorhängeschlosssymbol unter den Arbeitsplätzen einige Plätze sperren, sodass weniger Bürger dort arbeiten. Ich habe jetzt nichts verstanden, aber ist in Ordnung. Wir bauen auf jeden Fall. Nein, komm. Wir bauen auf jeden Fall. Och, komm. Immer wenn man gerade was machen will. Um das Eisen zu Werkzeugen zu verarbeiten, benötigst du ein Eisenwerk und eine Werkzeugschmiede. Das war ja wieder klar. Das sind spezielle Gebäude, die Strom benötigen. Zum Glück haben deine Bürger ein altes Kraftwerk in der Nähe des Dorfs gefunden. Repariere das zerstörte Kraftwerk. Oh, das war, glaube ich, das, was ich schon gemacht habe. Und baue dann ein Eisenwerk und eine Werkzeugschmiede. Bis alles steht, musst du weiterhin. Okay. Ja, das Kraftwerk habe ich bereits gemacht. Sehr schön. Was nicht so schön ist, dass du dann hier den ganzen Bereich. Okay, ja. Baue ein Eisenwerk und baue eine Werkzeugschmiede. Jetzt bin ich mal gespannt. Werkzeugschmiede ist klar. Eisenwerk müssen wir aber nicht unbedingt. Nö, können wir auch hier unten hinstellen. Also müssen wir nicht unbedingt zwangsläufig oben dran haben. Allerdings wird es problematisch, weil wir hier gar nicht mehr durchkommen. Scheiße. Wir sollten den Brunnen vielleicht mal verlegen. Können wir natürlich nicht. War ja klar. Okay, dann schmeißen wir das raus. Ja. Nein, nicht da. Ach ja, jetzt geht das wieder nicht, ohne dass ich da eine Straße gebaut habe. Och Gott, das ist wirklich nervig hier. So. Dann haben wir das und dann bauen wir quasi. Also können wir nicht, müssen wir erst noch abreißen. Man ist so viel gewohnt, also man ist alles verwöhnt, genau. Man ist so sehr verwöhnt, finde ich, von anderen Spielen, wo das Ganze einfach automatisch läuft, mehr oder weniger. Gut, dann bauen wir bis hier, würde ich sagen. Bauen dann das dahin und das dürfen wir nicht. Ach so, das ist wegen dem. Ja gut, dann machen wir das doch hier weg. Genau. Dankeschön. Bauen wir das dahin. Und gut, das und das. Das ist natürlich auch noch da oben in dem Einfluss. Gut, das eine ist jetzt hier natürlich ein bisschen blöd aufgestellt. Aber okay. Wir wollten ja sowieso hier oben weitermachen und damit Häuschen bauen. So, erweitern. Für so ein kleines Dorf ist hier eine Menge los. Schauen wir uns an, was dir alles zur Verwaltung deiner Siedlungen und Bürger zur Verfügung steht. Klicke auf die Inseldetails-Schaltfläche. Das ist eine große Grüne mit dem Namen auf der Insel drauf, okay? Mit dem Namen der Insel drauf. Können wir trotzdem hier erstmal. Moment, wir müssen das mal ein bisschen entschleunigen hier. So, ich würde das gerne noch bauen. So. Da oben, Insel 1. Okay, toller Name übrigens. Kann man den umbenennen? In diesem Bereich findest du eine Menge Informationen, die du nach Bedarf erkunden kannst. Sie sind unter den Reitern Ressourcen, Bürger und Gebäude angeordnet. Schau dir erst einmal die Details zu den Bürgern an. Okay, das wollten wir eigentlich alles nicht machen. Hier siehst du alle Bürger, die auf deiner Insel leben, Dinge, was sie tun, wie ein Diagramm. Gibt noch so viel anderes zu entdecken. Gebäude, ja, das wollen wir uns alles aber ehrlich gesagt nicht angucken. So, Gameplayerin. Tutorial nenne ich das mal einfach. So. Okay, das L will er nicht mehr, aber ist nicht so schlimm. Schließe das Fenster. So, du kannst dir auch eine Reihe von Einblendungen ansehen, die dir Informationen direkt über die Planetenfläche zeigen.
Ja, wollen wir eigentlich nicht, aber okay, eine Reihe von Einblendungen. Zeigen wir das an. Ausgezeichnet, hier gibt es alle möglichen Informationen darüber, wie sich die Verschmutzung über deine Insel ausbreitet, wie zufrieden deine Bürger sind, wie die Ressourcen fließen und vieles mehr. Es gibt Tooltips auf allen Schaltflächen, die dir Informationen darüber geben. Schließe jetzt die Einblendung. Okay. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht alles sehen. Zu guter Letzt erhältst du in der oberen Leiste detaillierte Informationen über die einzelnen Ressourcen und deren Verteilung. Lass uns einen Blick auf eine davon werfen. Vielleicht auf deine Werkzeuge. Das klicken wir jetzt mal eben schnell hier durch. So. Eine Linie zeigt an, welche Menge der Ressourcen auf der Insel zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Ja, wunderbar. Ihr könnt euch das jetzt gerne durchlesen, aber bei mir drängt die Zeit jetzt gerade ein bisschen. Vor allen Dingen muss ich auch gleich offline gehen. Hatte jetzt nicht gedacht, dass das hier so lang gezogen wird mit dem Tutorial. Probiere sie aus. Was auch immer. Schließen wir erstmal. Zufriedenheit. Deine Bürger werden unzufrieden. Sie arbeiten hart, haben mit der Verschmutzung durch einige Gebäude zu kämpfen, aber nur ein Haus. Unzufriedene Bürger laufen und arbeiten langsamer. Es lohnt sich also, sie bei Laune zu halten. Interessiert mich aber nicht, weil das habe ich ja schon mitbekommen. Also nicht, dass sie langsamer laufen, sondern dass sie jetzt hier in einem blöden Bereich stehen. Dementsprechend machen wir es einfach mal so. Wir bauen hier ein Häuschen und reißen das einfach. Nee. Das hier war es, ne? Reißen das einfach ab. So, ja, fertig. Habt ihr jetzt davon, wenn ihr unzufrieden seid? Ha! So, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, da das jetzt alles leider doch viel, viel, viel länger dauert, als es geplant war, warum bewegt sich das hier eigentlich noch weiter, wenn ich auf Pause stehe, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und wir dann doch, ja, mindestens bis zur nächsten Folge warten müssen, bis endlich mal das Schiff gebaut werden kann. Und bisher finde ich es eigentlich ganz interessant, wie es aufgebaut ist. Von der Grafik her ist es auch nicht schlecht. Gut, es ist 2K-Auflösung, aber es sieht natürlich nicht nach einer 2K-Auflösung aus. Aber ich finde es doch schon sehr süß gemacht. Und auf jeden Fall kann man sich nicht beschweren, dass zu wenig im Tutorial erklärt wird. Weil, ja. Für mich gerade etwas zu viel im Tutorial war, vor allen Dingen zu viel auf einmal. Also das mit den ganzen Sachen angucken und so, das hätte ich jetzt erstmal gemacht, nachdem ja das Schiff im Endeffekt gebaut wäre. Aber naja, egal. Okay, also wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und wir werden dann die nächste Folge vom Angespielt im nächsten Video sehen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie lange sich das hier zieht. Ich denke mal, dass wir vielleicht so 3 Folgen oder so machen werden. Ja, je nachdem, wie interessant es dann noch ist, werde ich dann vielleicht auch später nochmal darauf zurückkommen und werde mit euch dann nochmal so einiges durchspielen. Muss ich mal schauen. Kommt auch mal ein bisschen drauf an, wie ich die Zeit dazu habe und so, deswegen. Aber ich wollte euch das Spiel nicht vorenthalten, da es ja, wie gesagt, heute neu rausgekommen ist auf Steam. Ich sag mal, bis zum nächsten Video. Ciao!